TV Vorarlberg. Aktuell. Wie ist es eigentlich hier in unserem Land rund um den Klimaschutz bestellt? Sehr gut. Denn alleine hier in Vorarlberg liegen ein Viertel aller energieeffizienten Gemeinden Österreichs. Und das ist in Europas Klimapolitik einzigartig. Aus diesem Grund wollen wir Sie heute informieren, wer denn im heurigen Jahr die so begehrten Auszeichnungen einer sogenannten E5-Gemeinde erhalten hat, und melden uns daher direkt aus dem Vorarlberger Energieinstitut hier in Dornbirn. Damit sage ich herzlich willkommen bei RTV Vorarlberg aktuell mit Gemeindebetreuer Gregor Sellner und der Feststellung, dass Klimaschutz in Bezug auf E5 tatsächlich die Menschen bewegt. Das E5-Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden wurde vom Energieinstitut vor rund 20 Jahren ins Leben gerufen. Es soll die Gemeinden unterstützen, die aktiv dem Klimaschutz und der Energiewende unter die Arme greifen wollen. Kernthemen des E5-Landesprogramms sind die Themen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Mobilität. Unter Effizienz verstehen wir Maßnahmen wie LED, Leuchtmittel, Heizungs-Umwälzpumpen, die möglichst energieeffizient ausgeführt sind. Also die Dinge, die ich machen will, möglichst effizient umzusetzen. Für diese Energie, die ich brauche, möchte ich erneuerbare Energien einsetzen. Das ist das Ziel. Das kann sein aus Photovoltaikanlagen, aus Ökostrom, aus Biomasse, dergleichen. Der dritte Themenbereich der Mobilität befasst sich mit Möglichkeiten der sanften Mobilitätsformen. Zu Fuß gehen, Radfahren, öffentlichen Verkehr nutzen oder auch die Elektromobilität. Neben diesen Kernthemen gibt es noch eine Reihe weiterer Aspekte, die das E5-Programm beleuchtet, wie zum Beispiel die Raumplanung, die interne Organisation der Gemeinden oder auch die Kommunikation und Kooperation mit Stakeholdern auf dem Gemeindegebiet, wie Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger oder Vereine. Der Programmablauf beim E5-Programm ist ein klassischer Managementkreislauf. Planen, umsetzen, kontrollieren. Die Gemeinden legen sich ein Aktivitätenprogramm fest, das sie über die Jahre umsetzen. Maximal alle 4 Jahre werden sie extern auditiert. Durch diese Überprüfung wird eine Qualitätskontrolle unter den Gemeinden sichergestellt. Die Wertung wird zum einen in Umsetzungsprozent ausgegeben, aber plakativer noch in E's. Das ist angelehnt an das Haubensystem aus der Gastronomiebranche. Es gibt 1 bis 5 E, die Sie erreichen können, 5 natürlich die höchste Stufe. Und bei all diesen Maßnahmen unterstützt das Energieinstitut die Gemeinden bei der Umsetzung zur Energieautonomie. Und genau daher wird seitens des Landes Vorarlberg dieses Erfolgsprogramm auch ausgebaut, um das ambitionierte Vorhaben der Energieautonomie bis zum Jahr 2050 tatsächlich verwirklichen zu können. Denn mit jedem einzelnen umgesetzten Projekt kommt man dem ehrgeizigen Ziel einen Schritt näher. In Bezug auf die Energieeffizienz spielen dabei die E5-Gemeinden die bedeutendste Rolle, verbunden mit einem Motto, das so lautet: gemeinsam auf dem Weg zur Energieautonomie. Die Energieautonomie Vorarlberg ist nur gemeinsam zu erreichen. Die Gemeinden bearbeiten zum einen Maßnahmen im kommunalen Wirkungsbereich. Das sind gemeindeeigene Gebäude, das ist die Straßenbeleuchtung etc. Aber nur durch die Ansprache der breiten Masse, der Bevölkerung, der Unternehmen, der Vereine ist es möglich, die Ziele der Energieautonomie zu verwirklichen. Und genau daher soll dieses E5-Programm die teilnehmenden Kommunen bei ihrer umsetzungsorientierten Klimaschutzarbeit auch nachhaltig unterstützen. Das Land Vorarlberg stellt hierfür ein vielfältiges Betreuungsangebot zur Verfügung. Das heißt, der Erfolg von umgesetzten Aktivitäten wird nicht nur regelmäßig geprüft, sondern auch ausgezeichnet. Heuer sogar unter einem besonderen Aspekt, denn man feiert Jubiläum. Wir feiern heuer das 20-jährige Bestehen des E5-Programms. Was vor 20 Jahren sehr bescheiden begann, mit 7 Gründungsgemeinden, ist mittlerweile, ja, man kann sagen, zu einer landesweiten Bewegung geworden. Mittlerweile sind 46 von 96 Gemeinden in Vorarlberg im Programm vertreten.
Somit leben über 300.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger oder auch 83% der Bevölkerung in E5-Gemeinden. Und über die Landesgrenzen hinaus wurde das Programm auch getragen. Wir sind mittlerweile in 7 Bundesländern vertreten und auf europäischer Ebene in 8 Ländern über den European Energy Award, der auf dem E5-Programm basiert, in 8 Ländern und 1500 Kommunen. Und so ist Vorarlberg eben ein Beispiel dafür, was Energieeffizienz tatsächlich bedeutet. Denn mit Altach, Bregenz, Bürs, Dornbirn, Frastanz, Hittisau, Hörbrands, Göfis und Sulz haben sich heuer gleich 9 Vorarlberger Gemeinde und Städte der sogenannten Zertifizierung gestellt. Welche Gemeinde aber hat die höchste Wertung erreicht? Heuer konnte die Gemeinde Hittisau mit 81% die höchste Wertung erreichen. Die Gemeinde hat das geschafft durch unzählige Maßnahmen. Zum Beispiel sind die kommunalen Gebäude auf höchstem Niveau. Sie haben große Bemühungen im Bereich der Dorfplatzgestaltung gesetzt und laufend und kontinuierliche Angebote für Bürger geschaffen, wie den Solaranlagencheck, PV-Aktionen etc. Über diese Kernthemen hinaus konnte das Team auch andere Zielgruppen ansprechen. Frauen zum Beispiel. Das Team hat den höchsten Frauenanteil in Vorarlberg. Und diese konnten erreicht werden durch die Adressierung von Themen wie Konsum, Ernährung, die ja auch alle einen Energiebezug haben. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Gemeinden durch das Energieinstitut Vorarlberg professionell und gut betreut fühlen. Das schließen wir daraus, dass in den gesamten 20 Jahren noch keine Gemeinde aus dem Programm ausgetreten ist. In die Zukunft gilt es zu sehen und den neuen Herausforderungen, die laufend auf uns hereinkommen, zu begegnen. Auch dafür ist das E5-Programm gewappnet, es wird kontinuierlich angepasst und so gemeinsam mit den Gemeinden und sämtlichen Stakeholdern im Lande die Zielsetzung der Energieautonomie Vorarlberg 2050 zu erreichen. Vorarlberg also ein Land der Energieeffizienz. Nicht zuletzt auch durch die heuer ausgezeichneten E5-Gemeinden und deren Projekte. Das Ganze ist vielleicht nur ein ganz kleines Stück an Inspiration für die Zukunft, aber es ist mit Sicherheit ein starkes Stück Klimaschutz für Vorarlberg. Und damit ist das Fazit des Ganzen auch deutlich erkennbar, denn wir alle sind reich genug, um uns Klimaschutz zu leisten. Wir sind aber leider zu arm, um auf Klimaschutz zu verzichten. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeisein. Hier die Meldungen des Tages. Das Land Vorarlberg und die Austrian Development Agency starten ein großes Entwicklungszusammenarbeitsprojekt in Burkina Faso. Das Projekt soll zu einem verbesserten Zugang zu qualitativ hochwertigen Ausbildungsmöglichkeiten und mehr Arbeitsplätzen im Bereich erneuerbare Energien beitragen, informierte Landesrat Johannes Rauch bei der Vertragsunterzeichnung in Wien. In den kommenden 3 Jahren werden dafür insgesamt 1,5 Millionen Euro bereitgestellt. Die Abschiebung einer armenisch-iranischen Familie aus Sulzberg stößt in Vorarlberg auf Empörung. Nachdem ein Mann und seine Frau mit Kind am Sonntagmorgen abgeholt wurden, kollabierte daraufhin die Frau und wurde ins Krankenhaus gebracht. Mann und Kind wurden nach Wien abtransportiert. Dass die laut Angaben bestens integrierte Familie dabei getrennt wurde, stößte auch bei der Landesopposition für Empörung. Mittlerweile durfte der Vater mit dem Kind wieder nach Vorarlberg zurückkehren. Der ÖMTC Vorarlberg begrüßt die Pläne der Bundesregierung, die Straßenverkehrsordnung und das Führerscheingesetz zu verschärfen. Dabei soll es auch bei der theoretischen Fahrprüfung sogenannte Schummler treffen. Sie sollen mit einer zeitlichen Sperre bestraft werden. Ein weiteres Thema sei das Fehlverhalten beim Thema Rettungsgasse. Dies soll in Zukunft zum Vormerkdelikt werden. Dankeschön den Kolleginnen und Kollegen des aktuellen Dienstes in einer Sendung rund um das Jubiläumsjahr der energieeffizienten Gemeinden Vorarlbergs. Es folgt der ausführliche Wetterbericht. Ich verabschiede mich im Namen von Redaktion und Technik heute mit der Erkenntnis, dass gerade in Bezug auf Energieeffizienz die Sonne und der Wind uns niemals eine Rechnung schicken. Machen Sie es gut.
Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Einen föhnigen Tag aus Gaschurn zeigt uns die Webcam heute früh. Und windig bleibt es auch morgen. Sowohl in den Bergen als auch im Rheintal. Der stürmische Föhn bringt Temperaturen um 16 Grad mit sich. Zu Allerheiligen bläst am Vormittag kräftiger Wind. Am Nachmittag ist mit Niederschlag zu rechnen. Die Schneegrenze liegt bei 1500 Metern. Die Temperaturen sind dafür mild bei 12 bis 17 Grad. Am Freitag lockern sich die Wolken im Tagesverlauf und die Sonne kommt immer mehr zum Vorschein. Das Wochenende verspricht sonnig und leicht föhnig zu werden. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at.